willkommen, einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Meine Damen und Herren, wir rollen heute einen roten Teppich aus für einen richtigen Tausendsasser. Der Mann ist Trabrennen gefahren, der ist Fallschirm gesprungen, der hat mit einem Flugzeug Loopings gedreht und das alles mit dem Mikrofon in der Hand. Er war der Chef von Hier und Heute, war Berichterstatter für die Landespolitik und er war sogar der Boss der gesamten Aktuellen hier im WDR. Und als wenn das nicht genug wäre, hat er auch noch die berühmten Mittwochsabends-Talkrunden im WDR nicht nur geleitet, sondern auch gestaltet. Das heißt, wenn irgendwo in den letzten 30 Jahren in Nordrhein-Westfalen irgendwas los war, dann war kaum jemand so nah dran wie er. Er war ohne Zweifel viele Jahre lang einer der wichtigsten Köpfe auf der politischen Fernsehbühne im Land. Und er ist mit Zweifel, also mit Heinrich Zweifel und dem roten Bugatti, 8 Jahre und 50 Sendungen lang durch das wunderschöne NRW gefahren. Jetzt geht Mr. NRW in Rente und deshalb rollen wir hier und heute einen roten Teppich für ihn aus. Roter Teppich ist klar, weil rotes Auto hat er ja schon. Hallo, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Was sollen diese Medien bewerten? Ja, hier meldet sich Düsseldorf. Bernd Müller ist der neue Walter Erasme. Wir haben Fortschritte gemacht, liebe Zuschauer. Hier kommt unser Duo Infernale, die beiden Männer, die 8 Jahre lang durch unser wunderschönes NRW geknattert sind. Hier sind Heinrich Zweifel und Bernd Müller. Wunderbar. Herzlich willkommen. Kommen Sie zu mir, Herr Müller. Ja. Hallo, Frau Schuldio. Ich grüße Sie, Herr Müller. Sie sind dafür bekannt, dass Sie sich wirklich für jede Sendung richtig und intensiv vorbereiten. Ja, das stimmt. Wie haben Sie sich auf die heutige Sendung vorbereitet? Das war eben meine Krux. Ich habe keine Zettelchen, keine gelben Kärtchen. Ich habe nicht mal einen Kugelschreiber mit, weil ich gar nicht wusste, wie ich mich vorbereiten kann. Also habe ich gedacht, ich gebe mich mal in Ihre Hand und lass mal auf mich zukommen, ja, was Sie mir so anbieten. Haben Sie ein bisschen Angst? Natürlich. Müssen Sie aber nicht. Lampenfieber. Nee, müssen Sie. Das haben wir schon mal geschafft. Einmal Lampenfieber. Ja, klar. Wie schön. Wir wollen beides heute kennenlernen. Wir wollen ein lachendes, ein weinendes Auge sehen und vielleicht alles, was Sie in Ihrer Fernsehgeschichte so miterlebt haben. Mit dem Weinen auch? Muss das sein? Bei mir ist es so, wenn ich lache, fange ich total an zu weinen. Ach so. Das kriegen wir auch hin. Alles klar. Nein, im Moment sind Sie ja auch noch auf bekanntem Terrain. Der rote Bugatti kann ja erstmal noch gar nichts passieren. Und dann noch in Begleitung von Heinrich Zweifel. Heinrich Zweifel, Sie waren jetzt 8 Jahre lang sozusagen der schweigende Star des WDR. Man hat Sie immer gesehen, aber selten gehört. Mhm. Ja. Ne, aber dafür hat er... Aber der Herr Zweifel hat diesen Bugatti bei Wind und Sturm, bei Regen und bei Schnee immer ohne Verdeck pünktlich an den Drehorten abgeliefert. Sowas. Mhm. Ja, und aber der Bugatti, wie viele Kilometer haben Sie für wunderschönes NRW unter die Räder genommen? Also der Waren hat 120.000, 130.000 Kilometer fürs NRW gefahren. Im Gesamten hat er 450.000, 500.000 Kilometer gelaufen. Und wie alt ist er? Der ist jetzt 31 Jahre alt, wird 32. Ein Bugatti? Das ist ein Replika, so. Also ein Nachbau. Mhm. Hätte das Haarschild schon verdient, aber da ich fürs WDR fahre, darf ich es ja nicht fahren. Ja, also da sehen Sie ganz deutlich, man muss dem Mann nur die richtigen Fragen stellen. Ja, wenn wir über Autos reden, dann ist er auch da. Aber jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Herr Zweifel, die Abschiedsworte leider an das Publikum von wunderschönes NRW.
Ja, die tut mir zwar sehr leid, weil ich mit dem Bernd nicht mehr fahren kann, aber wir werden noch was finden. Wir fahren noch mal Rallyes, 2000 Kilometer Deutschland oder Köln. Ahrweiler oder solche Rallyes. Alles ohne Verdeck, ja, sicher. Das Schöne ist, Herr Müller, Sie haben, Gott sei Dank, wenn die Kamera an war, nie vergessen, wie die Worte richtig zu wählen sind. Und das gucken wir uns jetzt nochmal an. Wir blicken zurück auf eine lange und erfolgreiche Fernsehgeschichte. Ich ahne Schlimmes. Und jetzt? Rock hat mein Großvater im Jahre 1900 geheiratet. Dick 6 zum sechsten Mal. Am frühen Morgen präsentiert sich der Bonner Hofgarten sehr ungemütlich. Es ist kalt, es ist neblig. Es ist zwar kalt, aber es macht trotzdem Spaß. Fertig! Los! Toll! Herrlich! Wunderbar! Was haltet ihr denn von der Herrenmode? Überhaupt nichts. Warum? Musst du mir immer mal sagen, warum? Finde ich jetzt überflüssig. Das war ein schönes Lächeln gerade zum Schluss, Herr Müller. Ist das auch so Ihr Gefühl, wenn Sie zurückgucken? Ja. Also ich habe gerne für den WDR gearbeitet. Ich habe viele tolle Aufgaben gehabt und es hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich meine, Sie haben eben über das lachende und das weinende Auge gesprochen. Also ja, es ist schon so, dass es mir schon ein bisschen schwerfällt, ehrlich gesagt. Wir haben auch gerade in dem Film gesehen, Herrenmode spielt ja immer eine Rolle. Jüngere Mädels interessieren sich noch nicht so sehr dafür. Wenn man aber Fernsehen macht, muss man sich dafür interessieren. Wie war das für Sie? Eher Pflicht oder schön, sich mit Herrenmode zu beschäftigen? Eher Pflicht. Also ich liebe eigentlich oder habe lieber die Freizeitkleidung, das Saloppere, das Legerere. Also insofern ist mir das wunderschöne NRW da entgegengekommen, wo man sich ja mit Freizeitdingen beschäftigt und deshalb auch etwas salopper gekleidet sein kann. Im Gegensatz zu Mittwochs Live, wo man natürlich immer den feinen Zwirn und wie Sie jetzt auch. Ja, ich kann Sie da völlig. Da gibt es ja, wenn man falsch angezogen ist, da gibt es ja Wäschekörbe. Ne? Wäschekörbe voll Post von Leuten, die sagen, so geht's nicht, so darf der Müller nicht aussehen. Kamen da ein paar? Ja, also zum Beispiel den Bart habe ich deshalb abgemacht, weil die Leute geschrieben haben und mir mein Chef damals, Walter Erasmi, gesagt hat, machen Sie den Bart weg, der macht Ihr Gesicht so lang. Also ich weiß, das ist doch schöner als ein rundes, fragen Sie mich mal. Ich hätte so gerne einen Bart, ja. Also das teilen wir doch, die runden Gesichter. Ja. Ich habe ja mittlerweile ein zweites Gesicht, das ich erst rausgucke. Das ist mir aber aufgefallen. Wir haben jetzt in den paar Minuten haben wir jetzt geschätzte 30 Frisuren, 8 Koteletten, 3 Bärte gesehen. Kriegen Sie die ganzen Bilder sozusagen noch auf die Reihe? Das weiß ich nicht. Das wollen wir aber mal gucken. Wenn Sie mir mal bitte folgen. Aber gerne. Wohin? Das Spiel heißt, erkenne dich selbst. Und die erste Frage ist relativ einfach. Die erste Frage lautet, wer ist auf den Fotos abgebildet? Noch relativ leicht, Bernd Müller. Wir haben hier 6 Fotos aus unterschiedlichen Zeiten, Herr Müller. Mhm. Und Ihre Aufgabe ist es jetzt, diese Bilder, diese Porträts in die zeitlich richtige Reihenfolge zu bringen und uns zu verraten, was glauben Sie, in welchem Jahr wir sind. Also das ist, glaube ich, so aus meiner Abiturientenzeit. Das könnte so, was weiß ich, 1958. Sie sind Ansage oder Sie singen? Ich denke das mal einfach hier auf Platz 1. Ja. Wo ist das? Wissen Sie das noch? In Neuss irgendwo, wo ich damals gewohnt und gelebt habe. Das wäre Nummer 2.
Nummer zwei? Das ist so aus meiner sportlichen Zeit so zwischen 20 und 25. 20 und 25? 20, also das muss so 65, 63, 65 gewesen sein. Nummer drei? Der Bart? Der Bart. Der Bart, der, ja? der ist so Anfang der 70er. War das die Zeit hier und heute? Ja. War das eine Zeit? Nein, das war die Zeit in Düsseldorf. Meine Hier- und Heute-Zeit begann 1978, 79. Ja. Bis dahin war ich in Düsseldorf. Und in der Zeit ist dieses Foto entstanden. Nummer vier? Das müsste dieses Foto sein. Dann hänge ich das mal dahin. Und dann haben wir noch zwei zur Auswahl. Da haben wir noch. Also das Jüngste ist dieses, würde ich mal sagen. Nee, Moment. Nein, ist falsch. Da muss man genau hingucken, ja, ne? Ja, genau. So rum. So rum. Ja. Wann haben Sie sich am besten gefallen, Herr Müller? Da vorne. Das ist nett gemeint. Nein. Der allererste. Also dann war wir hatten gesagt, das war vor hier und heute, das wäre dann so eher hier und heute, ja? Ja. Und das war mittwochs live. Das war die Sendung, wo Sie angefangen haben, Spaß in den Politalk zu bringen. Das war am Anfang eine sehr ernsthafte Sendung und hat sich dann immer weiter entwickelt hin auch zu, ich sag mal, Ratgeberthemen und dann auch zu lustigen Themen bis hin zum Kochen. Sie haben aber irgendwann sich auch mal überlegt, es ist natürlich keine Comedy-Sendung, das gab es damals gar nicht, aber es ist auch mal Platz für einen Kabarettisten oder einen... Absolut. Comedian gab es auch noch nicht, das Wort, ne? Das war ein Komiker, oder? Also wir haben ganze Sendungen dazu gemacht, also Schräge Vögel zum Beispiel. Aber wir haben uns auch einfach, um aufzulockern, auch Kabarettisten, die damals noch nicht so ganz bekannt waren, in die Sendung eingeladen. Die noch nicht so bekannt? Teilweise haben Sie die entdeckt? Kann man so sagen. Sagen Sie mal ein paar Namen von Leuten, die Sie ins Fernsehen geführt haben, weil ich glaube, da werden einige zu Hause mal richtig so ein bisschen... Also wenn ich mich erinnere, Konrad Beikircher war, glaube ich, einer der Ersten. Dr. Stratmann, Jupp, der ja in Wirklichkeit anders heißt, nämlich Ludger Stratmann. Richtig. Das war der Zweite. Ja, Harald Schmidt hat bei uns seinen ersten Auftritt gehabt. Das muss man sich mal vorstellen. Jürgen Becker war auch bei uns. Also es waren einige. Und die sahen damals, nicht nur Bernd Müller, sah früher anders aus. Ja, gucken Sie ruhig, ne? Guten Abend. Guten Abend. Meine Damen und Herren, guten Abend. Wo gebe hier Telefon? Ja, guten Abend. Wie war denn der Urlaub? Es war der totale Stress. Was haben Sie zu Europa zu sagen? Ja, also Herr Müller. Über die Inge, da kannst du ein Ei schlagen. Was Krankheiten angeht, kannst du ein Ei drüber schlagen. Das sag ich dir. Hör mal. Kein Ei. Back. Wer ist Herbert Knebel? Ja, ich. Nee. Ja, aber wie hat der Herbert Knebel seinen Namen gekriegt? Ja, wie hat der Herbert Knebel seinen Namen gekriegt? Nee. Wie sind Sie Herr Müller geworden? Nee? Natürlich haben wir ein Recht, uns nackt in den Strand zu legen. Die Frage ist doch, wie halten die Deutschen das aus? Nehmen Sie es vielleicht nicht ganz so ernst. Weil wenn es nach mir ginge, da hätte jeder Junge hätte dann einen Pflegerentner. Hier zum Beispiel ich hätte vielleicht, was weiß ich, hier in ein paar Jahren hätte ich den Norbert Blüm hier bei mir zu Hause. Meine Güte. Der hätte vielleicht nicht mehr alle Tassen im Schrank, ne, aber der wäre mit Sicherheit immer gut drauf. Ne, also immer gute Laune, da bin ich mir ganz sicher. Ja dann, hello und Allah. Rettet, die Currywurst, rettet, die Currywurst. Jawohl, das ist meine Meinung. Dankeschön. Meine Damen und Herren, man kann uns Deutschen manches vorwerfen, menschlich gesehen, aber tierisch gehören wir mit zur europäischen Spitze. Ja, zeigen Sie mir mal eine Nation, die so viel für bedrohte Arten tut wie wir Deutschen. Stichwort Robben. Verglichen damit, wie die Robben heutzutage verenden, waren doch diese Robbenschlechter in der Antarktis vor einigen Jahren noch Abgesandte der Gesellschaft für humane Sterben. Was für ein krankes Hirn denkt sich so was aus, ne? Ich bin fertig, Herr Müller. Sie können ruhig kommen. Ja. Von wegen, wir sind fertig, wir fangen gerade erst an. Herr Beikircher, Sie können reinkommen und bringen Sie den Stratmann mit. Ich in die Mitte.
Ich bin unter Profis geraten hier. Ja, jetzt musst du gucken. Jetzt musst du gucken, dass du durchkommst. Ja, du hast uns alle gerufen. Damals hast du uns gerufen, jetzt sind wir hier. Ne? Damals gerufen, der erste Fernsehauftritt, Herr Balkircher, ja, war bei Bernd Müller. Können Sie sich noch erinnern, was da war? Ja, da war, aber hallo, da war Frau Walterscheid. Und da haben wir uns abgesprochen. Sagt er, irgendwie, da ist eine Frau, die Frau Walterscheid, immer mit der hohen Stimme und so weiter. Und da muss eigentlich mit Kopftuch, ne? Und dann habe ich ein Kopftuch aufgesetzt und ich muss sagen, ja, ich mit Kopftuch, damit war ich unserer Zeit damals weit voraus. Kann man nicht anders sagen. Damit ging mit dem ersten Fernsehauftritt, ich meine, das ist für Sie jetzt auch schon absolut Geschichte, genau wie Bernd Müller sich an seinen ersten Fernsehtritt wahrscheinlich nicht mehr erinnern kann. Waren Sie da noch aufgeregt und fertig? Unglaublich, natürlich, ja? Ach, den ganzen Tag, selbstverständlich. Da denkst du am Fernsehen oder sowas. Und da muss ich aber sagen, war er toll. Nicht nur, weil es mein erster war, es war immer so, ich kenne ihn nicht anders. Er hat immer mit den Leuten, die mit ihm gearbeitet haben, sowas von einem angenehmen, herzlichen Verhältnis, er hatte das genommen. Also du warst, hast zwar Lampenfieber gehabt, aber richtig am Schwitzen warst du nimmer. Das hat du er weißt, wie mir jetzt zumute ist heute Abend, ne? Furchtbar. Ich stehe jetzt in der Rolle. Das ist grauenhaft. Ich denke, das Besondere ist ja nicht nur, dass der Bernd Müller die entdeckt hat. So einfach war das gar nicht. Der Bernd Müller ist selber losgefahren. Und wer kann es besser erklären als Ludger? Ja, Dr. Schwartmann, wie war das, als erste Mal der Bernd Müller vor dir stand? Das war 1995, da bin ich mit meinem Programm Hauptsache, ich werde geholfen, was ja hinterher von einer bekannten Telefonfirma auch nochmal schön ausgeschlachtet wurde. Da bin ich aufgetreten und das sprach sich im Ruhrgebiet gerade so rum. Und dann denke ich abends nach einer Vorstellung, saß ich da auf der Terrasse bei uns und denk, den kennst du doch irgendwo her. Aber der hat mich gar nicht beachtet, sondern er suchte immer seinen damaligen Atlatus, heute auch noch Richard Hennecke. Der hatte sich irgendwo mit einem Pilz versteckt und ich sah den Bernd Müller immer so rumlaufen. Ich denke, den kennst du doch. Und dann ist mein Bruder Christian, der ist dann hingegangen, hast du gesehen, der ist aus dem Fernsehen da. Und dann hat er mir an den Tisch geholt und dann haben wir uns begrüßt und er hat sofort das erste, also so wie er ist, er hat sofort gesagt, wir machen mal was. Und dann hat er mich in diese Fernsehsendung Mittwochs live, mit dem Zug, auf jeden Fall war es Mittwochs geblieben. Bei mir sind immer Mittwochs geblieben. Also da castet der Chef noch selbst. Ja. Man will doch wissen, wen ich man... Ich meine, du wärst auch an einem Mittwoch bei mir im Theater gewesen. Das wäre der erste Tag. Und bei mir ist es heute noch so, dass ich mittwochs am liebsten arbeite. Ja, gerade deshalb. Ne? Das war schön, auch wenn es nicht stimmt. Das war schon schön, jetzt erzählt. Ich arbeite überhaupt nicht gerne. Herr Balkircher, Sie haben gesagt, die Frau Walterscheid, diese rheinische Bäckersfrau, Gattin, ne? die hat ja da so den Grundstein gelegt für die rheinische Karriere, aber eigentlich sind Sie doch ein Südtiroler. Ja. Wie passt das zusammen? Oh, das passt doch wunderbar zusammen. Südtirol ist ein mediterranes Land, das Rheinland ist ein mediterranes Land. Das ist alles wunderbar. Ja, und Ludger Stratmann ist der Vorzeige Ruhrpottler und kommt auch aus Westfalen. Ne? Ja, aber viele Ruhrpottler sind natürlich auch Westfalen. Wir haben ja nur so ein ganz klein bisschen anderes Sprachgefühl, wir Westfalen. Also wenn ich jetzt, um auf den Rheinländer zu sprechen, wenn ich als Westfale in Köln zum Arzt gehe und würde sagen, heute komme ich mal mit meinem Bein. Dann denkt der Kölner Arzt, ich wäre sonst ohne gekommen. Ja, das stimmt. Das heißt, wir Westfalen leben so ein bisschen von der Reduktion der Sprache. Ne? Also wir haben einen Rheinländer aus Südtirol, einen Westfalen aus Ostwestfalen und einen Mr. NRW, der wirklich, den kann man ja gar nicht festmachen. Ne? Westfale und Rheinländer, oder? Also von der Familie her ja. Meine Großmutter kam aus dem Münsterland. Und mein Vater aus dem Rheinland. So, und das hat sich irgendwie gut vermischt. Und wenn man mich jetzt fragt, was bist du heute, würde ich sagen Niederrheiner. Und Niederrheiner? Niederrheiner ist gut? Niederrheiner ist was anderes als Rheinländer. Ja. Was zeichnet denn den Niederrheiner aus? Das weiß der Konrad besser und ich zitiere ihn immer mit der Begrüßungsformel. Der Kölner wird gefragt, wie ist es? Der sagt Jod. Und der Niederrheiner wird gefragt, wie ist es? Und der sagt, wie soll es sein? Das ist so der feine Unterschied. Der Niederrheiner ist da etwas vorsichtiger. Ich erkläre das immer aus der Geschichte. Da sind ja viele Herrschaften drüber hinweggegangen. Die Römer und wer weiß sonst noch, die Franken und so. Und deshalb sind die etwas vorsichtiger. Was will der von mir
mit dieser Frage. Wird der neidisch, wenn ich sage Jod? So, ne? Ja, ja. Bernd Müller kennt wirklich jeden Fleck bei uns im Land und auch den auf der ansonsten doch weißen Weste unserer Politiker. Er hat wirklich, ob es als Chef der Aktuellen oder auch im Themenwanderzirkus Mittwochs live war, wenn eine Wahl gewonnen worden war oder verloren, ob es Landesfürst, Minister, Staatssekretäre, er hat sie wirklich alle gehabt. Vor Mikrofon natürlich. Also an Johannes Rau, wie sieht er die Entscheidung in Bonn? Ich bin froh darüber, dass jetzt endlich Klarheit besteht über den Weg zu Neuwahlen, die am 6. März stattfinden sollen. Sollte in einer Demokratie die Regierungsgewalt nicht spätestens alle 8 bis 10 Jahre wechseln? Jedenfalls nicht bei uns. Sie haben Termine genannt, die eigentlich gar nicht einzuhalten waren oder von denen vorher klar war, dass sie nicht einzuhalten waren. Sie waren in der Regierung Kohl der Zukunftsminister, so hieß das. Sie hätten das also voraussehen müssen. Jetzt werde ich Sie überraschen. Bevor ich Minister war, war ich parlamentarischer Geschäftsführer und sogar für solche Fragen zuständig. Man wundert sich wirklich, was Bauleute einem manchmal erzählen. Ich muss sagen, was die Grünen bisher machen, das ist ja nichts. Das ist ja, da merkt man ja nichts von. Was Frau Höhn da gesagt hat, eben, das ist ja reines Innenverhältnis. Draußen merkt man da gar nichts von. Also jetzt muss ich mal sagen, wir haben heute Abend vor, nicht über die große Politik zu reden. Nein, das wollen wir auch nicht. Sondern einfach ein bisschen Menschlichkeit. Ja, ja, sicher. Ist ja auch. Also sie hat sicher noch ein paar Sachen mehr zu verkaufen. Ja, das mag ja alles sein. Jetzt bin ich dran, Herr Höhn. Vorsicht, die Hand hoch. Jetzt haben wir hier den ersten Koalitionskrach, oder wie ist das? Sonst kriegen Sie wirklich einen Koalitionskrach. Wenn es nicht mehr ist, genau. Also wenn Sie anfangen, von uns zu schwärmen, Herr Clement, ja, müssen wir was falsch machen. Ja. Das sollen Sie nicht. Ich will ja kein Sozialdemokrat werden. Aber im dritten Schritt würden Sie dann gerne auf den Stuhl von Herrn Clement kommen. Fälle natürlich. Ja, ich finde es eigentlich nicht das geborene Recht von Sozialdemokraten oder Christdemokraten, die Chefs zu stellen. Wir Liberalen können das auch. Stellen Sie mal vor, Hans-Dietrich Genscher in seiner besten Zeit wäre doch ein besserer Kanzler gewesen als Helmut Kohl. Geben Sie doch zu. Also Sie verleiten mich jetzt nicht zu einer politischen Aussage. Ja. Den Teufel tun. Den Satz muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie verleiten mich jetzt nicht zu einer politischen Aussage. War das so ein bisschen das Credo Ihrer Journalistenarbeit, dass Sie gesagt haben, die Meinungen sollen die anderen haben, da so halte ich mich fein zurück? So ist das. Ich habe also nie einer Partei angehört, auch bewusst, weil ich gesagt habe, dann könnte man dir nachsagen, du stellst Fragen zugunsten der Partei, der du sympathisierst oder mit der du verwandt bist sozusagen oder umgekehrt, ist ja klar, das ist ein Sozi oder das ist ein Schwatter, also stellt er so doofe Fragen. Ne? Aber die Politiker haben immer was vermutet. Ja. Erzählen Sie mal, das ist ja sehr spannend. Also Friedhelm Fahrtmann zum Beispiel hat immer gesagt, das ist ein CDU-Mann, aber eigentlich trotzdem ganz nett. Und von der CDU wurde ich dann beschimpft als rote Socke, beziehungsweise da hieß es dann, ja, der ist ja beim Rotfunk. Das war ja damals so ein Schlagwort. Haben Sie wahrscheinlich alles richtig gemacht. Ja. Aber man hat natürlich, wenn man mit den Politikern umgeht, merkt man ja gleich, mit dem einen kann man, mit dem anderen nicht so gut. Jetzt vollkommen unabhängig von der parteipolitischen Zugehörigkeit. Mhm. Wer waren so, gehörte zu denen, mit denen Sie das Gefühl hatten, mit dem kann ich? Also eigentlich muss ich sagen, so die ich hier gesehen habe, mit denen konnte ich eigentlich mit allen sozusagen. Also mit Johannes Rau habe ich mal Skat gespielt und der Jürgen Möllemann war für uns immer ein sehr dankbarer Gesprächspartner, weil der einfach auch mal seine Meinung richtig ohne Visier sagte und richtig auf den Tisch gehauen hat. Also Friedhelm Fahrtmann war auch einer, der tough sein konnte. Andererseits gab es natürlich auch welche, die verklausuliert geredet haben. Aber ich habe auch erlebt, dass ich kann auch den Namen sagen, Hermann Heinemann, war mal ein bedeutender Mensch in der SPD hier in Nordrhein-Westfalen, Arbeits- und Sozialminister. Und der hat sich mal nach einem Interview bei mir entschuldigt und hat gesagt, ich muss mich jetzt entschuldigen, ich habe Sie gerade belogen, aber es ging nicht anders. In der Situation durfte ich Ihnen nichts anderes sagen. Aber auch das hat Größe, oder? Das hat Größe, aber es hat mir natürlich wehgetan. Ich habe ja was verkauft, was...
dann nicht in Ordnung war. Ne? Wir, Herr Müller, haben jetzt zwei hier, die Sie besonders schätzen. Den einen haben Sie jetzt schon angesprochen. Der eine ist wirklich eben das politische Urgestein hier in Nordrhein-Westfalen. Ein echter Typ mit reichlich Ecken und Kanten, der lange Zeit die Politik hier in dem Land maßgeblich mitbestimmt hat. Der andere hingegen ist von einem ganz anderen Schlag und auch aus einer ganz anderen Partei. Er ist nicht ganz so, sag ich mal, laut, aber dafür wird besser und mehr auf ihn gehört. Das ist nämlich zwangsläufig so, weil er der Chef hier im Land ist. Hier kommen der langjährige SPD-Fraktionsvorsitzende Friedhelm Fahrtmann und der amtierende Ministerpräsident des Landes Jürgen Rüttgers. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Vielen Dank. Professor Fahrtmann. Wo soll ich hin? Bitte sehr. In die Mitte. Nehmen wir Bernd Müller in die Mitte. Herr Rüttgers, Herr Fahrtmann, Sie sind gekommen, um einen erfolgreichen Journalisten, der beschlossen hat, in Rente zu gehen, zu verabschieden. Das ist ja nun mal nicht alltäglich. Das heißt, Sie mögen ihn, Sie schätzen ihn aus irgendeinem Grund. Weshalb schätzen Sie Herrn Müller, Herr Rüttgers? Also wir haben mehrere Abende zusammen verbracht in Hilden beim Karneval. Und dann lernt man sich, wir sind ja beide ausgezeichnet und beide Musketiere. Und da lernt man sich kennen, mehr als man das manchmal in Fernsehsendungen tut. Obwohl, ich habe noch eine ganz persönliche Erinnerung. Eben haben Sie so ein Bild gezeigt, das war Mittwochs in, wenn ich es richtig mache. Mittwochs live, ja. Mittwochs live. Und das war... ich mir erinnere, glaube ich, eine der ersten, wie man sagte, Talkshows, in der ich damals war. Hypernervös, aber er hat mir dann irgendwie die Nervosität genommen, aber ziemlich verquast war zumindest der Ansatz für eine Antwort eben noch, das sollte betragen. Wie war das bei Ihnen, Herr Fahrtmann? Was schätzen Sie, als Sie Bernd Müller kennengelernt haben, als Gastgeber in seinen Sendungen, was schätzen Sie an ihm? Also ich habe schon gar nicht mehr nachvollziehen können, wann ich ihn eigentlich kennengelernt habe. Solange ich in Nordrhein-Westfalen tätig war, gehörte Bernd Müller eigentlich zur politischen Landschaft. Und ich habe ihn immer sehr geschätzt, weil er, wie man bei uns so sagt, ein anständiger Kerl war, auch als Journalist. Er war nicht hinterhältig. Ich habe immer das Gefühl gehabt, er stände auf der anderen Seite politisch. Das hat mich aber überhaupt nicht gestört. Mir ist ein anständiger CDU-Journalist lieber als ein Linker, der einem in den Haken tritt. Und es gibt aber einen Grund, der meine besonderen Sympathien für ihn hat entstehen lassen. Das weiß er aber gar nicht. Ich bin ja aufgewachsen im Ostwestfalen, im Kreise Minden, und da gab es den Superintendenten Hilfendel, den wird heute keiner mehr kennen, der ist auch schon lange Jahre tot, der war sozusagen unser Gemeindepfarrer. Den habe ich sehr verehrt, dem verdanke ich auch geistig und geistlich sehr viel, und der hatte genau die gleichen Augen wie er. Ich habe den so oft angeguckt und habe gedacht, der Pastor Hilfendel sitzt vor dir, er hat ja so Augen, so eine Mischung aus Gutmütigkeit und Hinterlist. Und genau so war das auch. Das hat mich immer für Sie, hat sich immer für mich eingenommen. Also ich werde heute Abend meinen Spiegel gucken, wenn ich nach Hause komme. Also ich habe aber nur Glück gehabt, dass ein Superintendent evangelisch ist. Mittwochs in war eine Talkshow, die durchaus politisch war. Wir haben auch schon festgestellt, auch durchaus mal lustig oder unterhaltsam vor allen Dingen. Meine Mama hat immer, wenn sie vom Fernseher saß, gesagt, und diese Politiker, die sich da kloppen, die gehen hinterher raus und trinken zusammen Pilz. Ist das so, Herr Fahrtmann? Ja, selbstverständlich ist das so. Wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Ich gebe zu, dass die Laien dafür oft kein Verständnis haben. Genau wie bei Anwälten. Dann ärgern sie sich, wenn nachher die Anwälte beschimpfen sich vor Gericht und nachher gehen sie zusammen Mittagessen. Aber das ist ja deren Job, das ist ja deren Beruf. Die dürfen sich nicht deswegen persönlich die Augen auskratzen. Und insofern ist ein gewisses Miteinander, ist doch wünschenswert, und persönliches Engagement schließt das ja keineswegs aus. Sie haben, Herr Rüttgers, ja auch den Umgang von Journalisten mit Politikern sowohl zeitlich als auch aus verschiedenen Perspektiven erlebt. Also ist es was anderes, ob man als Ministerpräsident eines Landes mit den Journalisten umgeht, als es vorher war? Auch nein, eigentlich nein. Muss man nicht noch mal mehr überlegen, was man so sagt? Ja, insofern ja, natürlich. Also jede Zahl, die falsch ist, ist doppelt so schlimm falsch, als wenn man Oppositionsführer ist. Da kann man außerdem immer angreifen, lässt die Zahlen weg. Weil als Ministerpräsident muss ja Hand und Fuß haben. Hat sich in den letzten Jahren im Umgang miteinander irgendwas verändert? Ist es irgendwie stärker geworden, fordernder, als noch zu der Zeit, als Bernd Müller Landespolitik gemacht hat?
Also es ist hektischer geworden, das muss man sagen. Es ist hektischer geworden, das muss man ja einfach nur mal sehen, rund um die Uhr Nachrichten, auf weiß ich wie viel Kanälen. Heißt, noch mehr Journalisten, die sich um eine Nachricht bemühen, die versuchen, irgendwas rauszubekommen. Dann haben wir zum Teil so diese Art jetzt angefangen, dass alles so zugespitzt wird. Wo dann also durch die Zuspitzung nachher das Gegenteil von dem rauskommt, was man gesagt hat. Also 30 Sekunden, mehr nicht. Also schnell, ja, schnell. Sekunden ist ein langes Interview heute. Da kann man ausgiebig erst zu einem Punkt Stellung nehmen. Also 10 bis 15 Sekunden ist normal. Mhm. Wie geht man als Politiker damit um, wenn man weiß, die Journalisten kommen jetzt? Man hat sein Thema, man weiß, worüber man reden will. Und man weiß genau, jetzt kommen Interviews, Pressekonferenz. Hat man so eine Grenze und sagt, genau bis dahin gehe ich. Und den Rest behalte ich erstmal für mich, da arbeiten wir noch dran? Na, also zuerst mal das, die Geschichte, die wir da gerade gehört haben, von Herrn Heinemann, also tut mir leid, es war die Unwahrheit, da dürfen sich heute nicht mehr bei erwischen lassen, weil das wird heute nachbearbeitet. Damals war das eine Geschichte, die konnte man mit einem tut mir leid aus der Welt bringen, das geht heute nicht. Man muss heute versuchen, sehr schnell die Sache auf den Punkt zu bringen, versuchen zu erklären und dann wird man schon sehen, was draus wird. Erfahrt man. Ich meine, wir hatten Sie haben auch gesagt, es hat sich da was verändert. Ja, da habe ich oft drüber nachgedacht. Und als ich hier heute aufs Gelände kam, da war einer ihrer dienstbaren Geister hier offenbar vom technischen Apparat, kannte mich offenbar, er kannte mich zunächst nicht. Und als er dann hörte, wer ich war, sagte, ach, sagt er, sind ja Farmer. Ja, Sie waren ja noch in der Zeit Politiker, als die Politik noch ehrlicher war. Da habe ich ein bisschen gestutzt. Ich glaube auch nicht, dass das stimmt. Aber es haben sich zwei Dinge, für mein Gefühl, ich weiß nicht, wie Herr Rüttgers darüber denkt, zwei Dinge ganz entscheidend geändert. Das eine betrifft nur meine Partei. Für uns ist sozusagen unser 150-jährige Herz-Ass-Thema, nämlich die Sozialpolitik, erledigt. Damit müssen wir fertig werden. Damit werden wir noch nicht fertig. Aber da will ich Sie jetzt nicht mit langweilen. Aber viel wichtiger ist aber was anderes. Wir haben in unserem Politikbereich heute einen grenzenlosen Opportunismus. Die meisten Politiker, die gehen nicht mehr in die Politik, weil sie eine Mission haben oder irgendwas erreichen oder nicht erreichen wollen, sondern die wollen Karriere machen. Die haben das in irgendeinem Frühstadium beschlossen, ich will Politiker werden und meinen deswegen vielleicht, dass das Säurebad eines richtigen Staatsexamens oder einer schweren Prüfung vermeiden zu können und trotzdem was zu werden in der Öffentlichkeit. Wie auch immer, ich will das gar nicht kritisieren und auch nicht karikieren, aber Sie merken das überall und das führt zu einem grenzenlosen Opportunismus. Und das führt leider, hat auch dazu geführt oder ist vielleicht sogar die Ursache, dass dieser grenzenlose Opportunismus genauso bei den Journalisten ist. Es wird nur noch nach Quote gehandelt. Es kommt nicht mehr darauf an, ob wirklich Wahrheit übergebracht wird und Probleme geklärt werden, sondern was bringt Quote? Das ist alles die richtige, anständige Journalistin, Bernd Müller, der geht auch noch recht. Ja, das ist der Punkt. Das darf Bernd Müller jetzt noch mal kommentieren. Ist es so? Also ich sehe das ähnlich. Man muss aber auch sagen, wir hatten ja damals jetzt so als WDR paradiesische Zeiten. Es gab ja nur erstes, zweites, drittes Programm. Das zweite Programm kümmerte sich ja nicht so sehr um die kleinen Dinge auf Landesebene. Also hatten wir da sozusagen ein Monopol, was die Sache natürlich sehr viel einfacher gemacht hat. Aber ich sehe das auch ähnlich wie Sie. Es gibt so die ganz Schnittigen, die so von unten, ich weiß nicht, wie Sie das empfinden, Herr Ministerpräsident, die so von ganz unten gleich von der Uni Assistenten werden und dann in die Politik einsteigen, ohne dass sie jemals das richtige Leben kennengelernt. Ist es dann vielleicht der richtige Moment, um als politischer Beobachter auch zu sagen, so, nur ist gut. Oder als Politiker. Sie haben ja jetzt ein Hobby ausgesucht. Sie dürfen ja jetzt mal in aller Ruhe einen Bock schießen, ohne dass die Presse meckert. Ich habe gerade gestern Abend ein Stück Rotwild geschossen. Böcke sind jetzt nicht frei. Aber das dient ja der Fleischversorgung unserer Bevölkerung. Und das ist ein sehr gesundes Nahrungsmittel. Herr Müller, Sie haben gesagt, das ist ganz ungewöhnlich für mich heute, weil normalerweise bin ich doch derjenige, der immer die Fragen stellt und ich bin jetzt den Fragen ausgesetzt. Ich finde, wir können das heute noch mal einmal umkehren in dieser Ihrer letzten Sendung. Mhm. Und was gibt's Schöneres, als die letzte entscheidende Frage dem amtierenden Ministerpräsident des Landes stellen zu wollen? Also, jetzt sind Sie dran, Reporter, mit Ihrer Frage, die Sie noch an Herrn Rüttgers haben. Darf ich Sie noch verunsichern? Das geht nicht. Doch. Hier wird nicht gefuscht. Das geht jetzt ins Geschichtsbuch rein. Die letzte Frage. Nein, also ich stelle eine ganz einfache Frage. Was machen Sie in 2,5 Jahren, wenn Sie
nicht wiedergewählt werden soll? Die Frage stellt sich nicht. Mit der Antwort hatte ich gerechnet. Große ARD-Finale. Der WDR mit allen Stars. Und hier der Spielmacher, Bernd Müller. Leichtfüßig, ballsicher. Aber da muss er doch rangehen, Müller. Den Zweikampf suchen. Hier wieder seine technischen Qualitäten nach Ballverlust, Pause, 0-0, 20.000 Zuschauer kämpfen, bis der Arzt kommt. Neues Trikot, neuer Ilan. Und da der Hingucker, ein Zungenschnalzer, dieser Pass mit dem Außenriss und Uli, der Deppen, Dorf, hält so langsam wie eine Bahnkranke. Hat es Ihnen gefallen, Herr Müller? Ja, toll. Und hier ist er, live und in Farbe, Werner Hansch. Hallo. Für die Einladung. Ja, ich danke Ihnen. Ich habe da nichts zu sagen. Das war ein bisschen ins Schwarzbild gesprochen am Schluss. Was mich gefreut hat, der Dettendorf fiel ein bisschen zu schnell. Was mich gefreut hat, Sie haben ihn sofort erkannt. Ja, ne? Ja, damals noch mit vollem Haar. Ja. Ich habe ob man den Dettendorf als Torwart erkennt und er sagt gleich. Wird das gleiche in die Moderation mit eingebaut, ja? Das sind Fachmänner, Profis halt. Für die Leute im Land ist der Werner Hansch auch der Mr. Fußball. Das ist der Mann, der also mit Ecken und Kanten und mit einem richtigen Spruch Fußball kommentieren kann. Dabei war der Fußball gar nicht so die allererste Liebe des Werner Hansch. Nein, das ist so. Also ich bin ja sehr spät dazugekommen und das Ganze war ein historischer Unfall der Fußballgeschichte, möchte ich mal sagen. Ich war bei den Pferden, eigentlich bei den Trabern und habe dort als Student mein Geld verdient. Ja, und dann ist es mal passiert. Dann war in Gelsenkirchen auf der Rennbahn ein Brand ausgebrochen und der dort zuständige Bahninspektor war privat Stadionsprecher bei Schalke, konnte aber nicht hinfahren, weil es da brannte. Und dann hat er mich im Grunde gezwungen und genötigt, dorthin zu fahren, um ihn zu vertreten. Ich hatte noch nie ein Bundesligaspiel gesehen. Das war im Februar 73 und dann kam ich in die Glückaufkampfbahn und da waren 30.000 Menschen, hatte ich auch noch nie auf einem Haufen erlebt. Ja, und dann ist es am Ende passiert, ich will das ein bisschen abkürzen, dann habe ich tatsächlich in Unkenntnis aller primitiven Grundregeln die Mannschaften vorgestellt und gesagt, und hier die Mannschaften mit der Startnummer 1, Norbert Nietzsche. Aber es hat ihn niemand übel genommen. Ja doch, am Anfang ja, schon. Doch, ne? Aber interessant war, die Leute haben, diese 30.000 Menschen haben sehr hektisch gelacht und ich musste lange überlegen, bevor ich begriff, warum die lachten. Es konnte sich ja kein Mensch vorstellen, dass einer beim Bundesligaspiel am Sprechermikrofon sitzt, der nicht weiß, dass Fußballer nur Nummern haben und keine Startnummer. Sondern die dachten alle, wie so die gewohnten Pferde. Ne? Da sitzt heute so ein Spaßvogel, ne? Der will uns ein bisschen aufheitern, weil damals ging es den Schalkern sehr schlecht. Es war das Jahr nach dem großen Bundesligaskandal. Ja, war ein guter Gag. Ja, irgendwie schon. Ne? Der Werner Hansch war also gar nicht so der Fußballprofi, hat sich aber reingewagt. Der Bernd Müller war gar nicht so der Pferdeprofi, setzt sich aber immer drauf, wenn irgendwo eins rumsteht. Schauen Sie sich das mal an. Ja. Vielleicht mal ein paar Haltungsnoten, Herr Hansch. Ja, da kommt er. Der neue deutsche Hoffnungsträger, Bernd Müller, schauen Sie sich diese Haltung an, diese Würde, diese Eleganz. Wie früher, Willy Birgel reitet für Deutschland. Und wenn ihm jetzt nicht einer ein Hindernis entgegenstellt, dann wird es garantiert ein Nullfehlerritt. Schauen Sie mal, kann man das hier so sehr schön sehen, ja, ich klicke das mal so ein bisschen. Da sitzt Bernd Müller im Sulki, ja, das Lächeln ist sehr breit, dafür gibt es einen Grund. Ja, ich habe gewonnen. Sie haben das Rennen gewonnen, ja. Ganz einfach. Und zwar auf der Rennbahn, wo Sie moderiert haben. Ja, ich habe ja viele. Wissen Sie noch ungefähr, wann das ist, Herr Müller, eigentlich? Das müsste gewesen sein, Anfang der 80er. Anfang der 80er. Ja, das, da gab es so Promis. Durchaus noch. Da gab es Promirennen. Ich habe viele davon auch kommentiert. Und ich meine noch, Sie hätten im Zieleinlauf gerufen, lauf, oder ich streue dir Pfeffer in den Arsch. Das haben Sie gemacht, Herr Müller. Waren es einfach brutale Drohungen gegenüber dem Pferd, warum Sie gewonnen haben? Oder viel Training oder was? Nein, offensichtlich hat das Pferd das kapiert, was ich gesagt habe. Viel trainiert dafür? Ja, also 3-4 Mal morgens um 6 musste man auf der Trabrennbahn sein und dann trainieren. Also Bernd Müller hat dem Pferd gedroht, er hat viel trainiert und er hat ganz sicher auch ein bisschen Schwein gehabt. Also ich kann Sie beruhigen,
Ihr Gast, Konrad Beikircher, kocht Ihr Lieblingsgericht. Wir haben eine neue Aufgabe für Sie. Also schon mal rüber. Sie haben viele, viele Gerichte gekostet, auf den Sender gebracht. Kochrezepte gibt es jetzt überall und auch bei uns. Also, bitteschön. So, Konrad, was kochst du? Komm mal her, bitteschön. Ja, Moment. Also ziehe ich mir erst noch mal die Jacke aus, Schürze an. So, hier, bitteschön, kannst du ein Öllchen und Zwiebel schälen und bitteschön in Scheiben schneiden. Dass wir schöne Ringe haben. Was kochst du? Ja. Was kochst du? Ja, wir kochen hier natürlich Schimmel und Erdmüssen im Rheinland. Er ist also ein Rheinländer, obwohl er manchmal wie kochst du lieber glänzt. Wie kochst du denn? Ich habe ein kleines Problem, ich kriege die Schürze nicht zu. Ach du Liebe, der kriegt die Schürze nicht zu. Ja, das fängt er gut an. Tust du schon mal also was ist das Wichtigste beim Himmel und Erd? Bei Himmel und Erd, das heißt so, weil der Apfel hier, da ist ein Apfel drin, der wächst am Himmel quasi. Ja, die Kartoffel in der Erde, deshalb heißt das so. Und das ist Kartoffel. Mit Apfel durcheinander. Mhm. Wir brauchen Zwiebelringe, wir brauchen ein größeres Messer. Nee, ein scharfes und das Messer. Ist dann, das ist ein scharfes Messer, haben wir nicht im Fernsehen. Wir sind öffentlich-rechtlich. Ich so. Bin so und jetzt hast du also Kartoffeln, gibt nichts scharfes, ist klar. Und Äpfeln. Was machst du damit? Die Kartoffeln und die Äpfel werden in Wasser gedünstet, dann durcheinander gemacht. Wir nehmen das alte Rezept. Genau. Ich wollte gerade sagen, dass am Niederrhein wird das durcheinander gemacht. Ja, nicht getrennt. Ja. Wir machen das auch so. Also so ist das ja nicht. Jawohl, hier haben wir das quasi schon fertig. Dann können wir das wieder weg. Aber warm machen müssen wir das jetzt hier. Du hast bestanden auf Muskat. Wann, wo, Muskat. Wofür? Muskat kommt ins Püree. Neben die Kondensmilch. Muskat ins Püree. Wo haben wir die Muskat? Also hier haben wir das. Muskatreibe, da tun wir schon mal ein bisschen durcheinander. Jetzt ist der heiße Moment. Gell? Wir kennen das. Muskatnuss ist klein, die Finger sind groß, die Reibe ist scharf. Man muss gucken, dass man die Muskat reibt und nicht die Finger da reinreibt. Das ist auch farblich nicht schön. Weil das Rote am Himmel und Erde soll die Blutwurst sein und nicht der Finger. Ja, und nicht der Finger. Genau, so haben wir schon mal schön. Nein, ich meine, wenn da jetzt ein bisschen vom Fingernagel reinkommt, dann wäre das nicht so schön. Ja, das fällt unter Maniküre, das ist normal. Vor allen Dingen das einzige Maniküre-Gewicht. Jetzt tun wir das Zeug, ja, reich doch mal an, die Scheibchen. Ne? Oh, schön, ja, angenehm. Moment mal, ich koste mal. Ja, wo habt ihr die her? Schön, wollen wir jetzt nicht fragen. Frau Walterscheid. Meine Frau Walter. No? Wunderbar. Oder? Ja, noch eines ist so eine Zeit. Ja, ne? Reicht oder nicht? Nee. Wir haben noch Platz hier. Wir haben ja. So, und Zeit haben wir. Zeit haben wir zu waschen, ja. Doch, bleiben wir bei Himmel und Erd, wechseln aber vollkommen den Schauplatz. Bernd Müller hat wirklich von jedem Fleck zwischen Himmel und Erd gesendet. Er hat an den unmöglichsten Orten gedreht und war unterwegs. Also ob unter Tage oder auch aus einem fahrenden Zug mit einem Hubschrauber drüber. Also kein Ort hat er ausgelassen. Mein Nordrhein-Westfalen, das endet ja zwischen Osterbrück und Aachen. Seins hingegen, da gehört auch Mallorca zu, da gehört sogar Philadelphia zu, also Bernd Müller hat einfach einen weiteren Horizont. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir melden uns heute von einem ungewöhnlichen Sender auf. Wir sind heute Gast bei Madame Sassou. Willkommen bei Mittwochs Live. Willkommen an Bord, meine Damen und Herren. Mittwochs Live heute Abend auf der North Sun, auf dem Weg von Rotterdam nach Hull in England. Es wird doch sicher schon mal ein Baby geboren hier an Bord, oder? Mal in so einen Zug. Glück auf, meine Damen und Herren. Reif für die Insel. Wir sind schon da auf Mallorca. Alle Arme hoch. Viel Spaß. Erstmal ein paar Eindrücke aus Pump Dug and Circumstance. Jetzt kommt das polnische Fernsehen dazu und wir werden gemeinsam weitersenden. I think I must say goodbye. Wir danken, dass Sie zugesehen haben. Das war Mittwochs Live heute Abend auf hoher See aus 1100 Metern Tiefe. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, dann wieder aus Deutschland. Also Herr Müller, wir sehen, Sie haben wirklich keinen Ort gescheut. Ganz tief in die Erde oder eben auch, was ich so toll fand, aus dem fahrenden Zug, mit diesem Helikopter drauf. War das nicht ein riesiger Aufwand, das hinzukriegen? Ja, damals hatten wir noch die Möglichkeit. Wir hatten noch ein bisschen Geld, um das machen zu können. Also es standen zwei Hubschrauber über uns. Und
Der Zug setzte sich in Bewegung. Über den einen ging das Signal aus dem Zug dann weiter und der andere filmte oder ja, zeigte den Zug von oben. Und ich erinnere mich noch, der Lokführer hatte einen genauen Fahrplan. Also 20.15 Uhr losgefahren und er sollte um 21.45 Uhr Punkt um oder 44 in einen Tunnel einfahren. Und das hat super geklappt. Wir hatten vorne auf dem Puffer eine Kamera. Man sah das Loch kommen. Und im selben Moment, wo der Puffer im Tunnel verschwunden war, sah man den Zug von oben, wie er dann in den Tunnel einfuhr und also nach und nach verschwand. Ich bin zwar ziemlich breit und du bist so schlank, du kommst immer mal nebenher. Hast du aber gut gehört. Ja, ne? Ja, lange nicht gesehen, ne? Ja. Die Margarete Schreinemacher. Wir haben uns zwischendurch immer auch mal ab und zu irgendwo gesehen. Wir haben es nie ganz aus den Augen verloren. Das stimmt, ja. Margarete Schreinemacher war am Anfang überrascht, dass der Bernd Müller ihr Chef war. Sie hatte mich mal anders gerechnet, ne? Ja, als ich damals, da war ich 19, da bekam ich die Benachrichtigung vom WDR, dass ich als Studentin 3 Monate in der Programmgruppe Aktuelles Fernsehen arbeiten durfte, also hier und heute. Und ich kam also nach Köln. Bin auch erstmal gleich im Aufzug über den Reinhard-München-Hang gestolpert und den Walter Erasmi und kriegte schon eine Starre, weil das waren jetzt auch sehr berühmte Menschen und auch noch in einem Aufzug mit mir. Dann kam ich hoch und da saßt du in einem Raum, so einem Konferenzraum. Und dann hat die Margarete Schreinemacher hinterher gesagt, und dann saß da jemand, das war so ein Knuddelbär. Ja. Und da hattest du Lust, und hattest du Lust, Redaktionsmaus zu werden. Ja, er war so, also nichts Bedrohliches, sowas Handliches und sowas, sowas Liebes. Und sagte dann, was kann ich denn für Sie tun? So, Sie wollen ja mitarbeiten, schön, dann setzen Sie sich mal und so. War toll. Also er war absolut nett. Demnach hat sie mich in guter Erinnerung. Ich denke schon. Ja, das wollte ich jetzt auch mal sagen, aus der Sicht einer damals ja gänzlich unbekannten und auch unbedeutenden Studentin. Er war immer zu allen nett. Also ob du jetzt so eine ganz Kleine warst, die keiner kannte oder was weiß ich wäre. Ich fand an ihm immer schön, er war sehr, sehr liebevoll, sehr bemüht. Nee, das ist nicht Zucker. Ich kann es ja sagen, ich bin ja nicht mehr abhängig beschäftigt bei dir. Nee, du warst klasse. Wir gucken jetzt noch mal, weil Sie gerade gesagt haben, damals. Ja, weil ich glaube 30 Jahre her. Und auch viele Zuschauer werden sich nicht mehr unbedingt an die ersten journalistischen Gehversuche von Margarete Schreinemakers erinnern. Aber wir haben natürlich Erinnerungsstücke gefunden. Und zwar Margarete Schreinemakers und Bernd Müller auf der Schönheitsfarm. Und zuerst kriegt Bernd Müller meine Packung verpasst. Wird man mich eigentlich nachher noch wiedererkennen? Man wird sie. Oder will ich so schön sein, dass man in Begeisterungsstürme ausbricht? Man wird sie wiedererkennen. Die Haut ist aber leicht durchblutet, sieht frischer aus und die Entspannung kommt auch dazu. Ja, liebe Zuschauer, während ich hier jetzt eine Gesichtspackung gemacht bekomme, Sie werden ja gleich das Ergebnis dann weiter überprüfen können, wollen wir mal sehen, was Margit Schreinemacher das jetzt vorhat. Weiter, lauf, lauf, lauf. Das, was Sie jetzt sehen, ist also mit ein Teil der biologischen Ganzkörperkosmetik und Pflege. Wir machen Gymnastik im Wasser, das ist nicht gerade wenig anstrengend. Und neben mir ist ein Gast, der diese Übungen mitgemacht hat. Und bei mir drängt sich da so die Frage auf, wenn Sie nach Hause kommen, sind Sie da eigentlich auch so sportlich aktiv wie hier? Oder das dann auch? Wir sind eigentlich eine sportliche Familie. Wir fahren viel Fahrrad, Jogging, im Winter viel Wintersport, Langlaufen, Eislaufen und so weiter. Ja. Diese Arbeit in der Redaktion. Ja, hat auch ihre schönen Seiten. Man muss jetzt können wir es ja sagen, also Bernd ist damals sehr gerne mit jungen Kolleginnen auf eine Schönheitsfrau gefahren. Das hört sich ja an.
Und damals, es war jetzt nur ein Praktikum, aber nach diesem Praktikum hast du dir gedacht... Er hat mich behalten. So, jetzt weiß ich aber, was ich in Zukunft machen will. Ja, das wusste ich eigentlich so in mir schon vorher. Also ich hatte diese Leidenschaft für diesen Beruf. Ich hatte auch schon ein paar Artikel geschrieben für unsere Heimatzeitung und so. Und ich fand, was bei ihm klasse war, der ließ einen auch machen. Der schickte einen mal irgendwo hin und dann lass sie doch jetzt mal einen Film machen. Und dann kümmert sich einer mit drum und auch im Schnitt. Also man hat bei ihm sehr viel gelernt. Und manchmal hat er einem auch Sachen zugetraut, dass dir echt die Düse ging. Also einmal so eine Live-Schalte, die ich plötzlich machen sollte. Und ich hatte noch nie irgendwie so live so. Und das war der Zauberkönig hier in Köln. Und da sollte so ein Feuerwerk losgehen. Das ging viel zu früh los. Dann mussten also er hat dich öfter mal ins kalte Wasser geschmissen, ja? Total. Das war aber auch wirklich klasse, dass auch andere Kollegen in der Redaktion bemüht waren, jungen Kollegen etwas beizubringen. Ich finde, das ist so selten geworden in diesem Beruf. Damals wurde man, also es klingt jetzt wie kurz nach dem Krieg, Bernd, damals wurde man ausgebildet und das war toll. Das war fast gerade schon eine Panne, die Sie erzählt haben. Und den Fernsehausschnitt, den wir gesehen haben, der war von 1984. Da waren Sie, Max Schautzer, schon ein Star. Wie sind Sie mit Bernd Müller eigentlich zusammengekommen? Wo und wie haben Sie sich kennengelernt? Also ich war ja damals im WDR im Radio und im Fernsehen, im WDR-Fernsehen, damals westdeutsches Fernsehen und natürlich auch in der ARD. Aber man ist ja öfters begegnet. Ich hatte Nachrichten gesprochen im dritten Programm und auch bei Hier und Heute hin und wieder. Man ist immer begegnet. Was mir aufgefallen ist bei ihm, er sah nicht aus und hatte auch nicht das Gebaren eines Hierarchen. Ja? Bei ihm menschelte es immer. Und es menschelte privat genauso wie auf dem Bildschirm und man fühlte sich auch als Gast so, dass man auch Mensch in der Sendung sein durfte. Und das ist etwas, was heute sehr selten geworden ist, dass jemand seine Natürlichkeit rüberträgt, auch in dieses Medium, das sehr verführt, von oben herab und sehr arrogant auch das auszuspielen, was man als Verantwortlicher in so einem Hause wie WDR ja auch an Macht hat. Und das habe ich sehr bewundert. Später haben wir dann, durfte ich bei ihm zu Gast sein, als Star oder auch nicht, das ist ja nicht so wichtig. Aber ich erinnere mich, als wir auf Mallorca waren, da hat er gefragt, wo treffen wir uns zum Interview? Ich hatte dann vorgeschlagen, auf dem Golfplatz. War Montaner und da ist etwas Köstliches passiert, das gebe ich gern wieder. Ich saß oben auf der Terrasse des Golfclubs, habe mich da schon zu früh eingefunden und die unten haben noch eingerichtet, das Kamerateam. Und da kam ein Bekannter von mir von der Insel mit Michael Douglas. Beide mit Golfbags. Und die wollten dann auf die Runde gehen. Wir haben Smalltalk gemacht. Ich wurde Michael Douglas vorgestellt und haben wir so, was die Golfer zu reden. Und ich habe gedacht, du hättest den längst gekannt. Ja, pass auf, das kommt ja erst. Es kommt ja erst. Und wir stehen da unten dann und drehen die Szene. Einmal geht oben Michael Douglas mit seinem Bekannten da vorbei und sagt, hi Max. Sag ich, hi Michael. Dann sagt, was? Michael Douglas? Ja, ist ein guter Bekannter von mir. Aber da muss ich auch noch eine kleine Geschichte erzählen. Ich bin kein Golfer. Wir haben da so getan, als wenn wir Golf gespielt hätten. Der Zufall wollte es, wir stehen da an diesem Hole und ich habe gepattet und das Ding ging rein. Obwohl ich, wie gesagt, nicht Golf spiele. Und bei Max hat das beim dritten oder vierten Mal es geklappt. Das hat mir richtig gut getan. Bernd Müller hat auch schon Pannen erlebt. Wir haben einen kleinen Aufschnitt, da sehen wir ein paar. Da hier. Moment. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns doch bitte die Zeit, dass wir weitermachen können. Lassen Sie bitte unten, da kommen wir jetzt nicht zu. Bitte. Muss ich zeigen. Nee, das geht nicht. Doch, ich muss. Erstmal fange ich damit an. Nee. Die Bücher lassen wir. Nee, komm, also nicht ein neues Job. Nein, Moment. Jetzt geht's los, aber hallo. 1, 2, 3, hoppala. Bäh, bäh, bäh. Und zum Schluss noch einmal Jacques Lussier mit dem Titel Ich finde ihn nirgendwo. Der Umweltminister dieses Landes, Minister Jochensen, ich grüße Herr Jochensen, guten Abend. Minister Matthiesen, Herr Müller. Wir haben Beruf verfehlt. Das war... So glaube ich, kommen wir nicht zusammen. Sie merken, es geht gleich heiß zur Sache. Nun lassen Sie mal, Herr Rösch, Sie moderieren hier ja nicht, sondern das macht der Herr Müller. Das haben Sie übernommen. Immer auf die Müllers. Ne? Wohin jetzt? Gunther, sag mal wohin. Herr Müller, wie oft ist Ihnen das passiert? Dass so... Nicht,
dass man Namen vergisst. Ne? Den Namen, das kann einem immer schon mal wieder passieren. Aber dass die Frauen so über sie hergefallen sind und sie so abgeknutscht haben. Also sehr oft ist das nicht passiert und meistens waren es die Falschen, die da sind. Schade, schade. Aber so 4, 5, 6 Mal ist das schon passiert. Wie war das überhaupt mit Fans? Wenn man so viele Sendungen macht, live unterwegs ist, so bekannt ist, da gibt es ja Fans, die dann immer wieder Müller, Müller, Müller sehen wollen, haben wollen. Gab es da einige ganz hartnäckige bei Ihnen? Also es gab welche, die auf welchen Wegen auch immer sich immer Karten für unsere Sendung, wir sind ja durchs Land gezogen, ja, besorgt hatten, die uns also ganz weit nachgereist sind und die auch immer in der ersten Reihe saßen. Also die wussten genau, wo sie sich hinsetzen mussten, damit sie auch schön ins Bild gerückt werden konnten oder mussten. Du konntest ja gar nicht dran vorbeischießen. Also das gab's schon, aber es gab dann auch gelegentlich, also ich erinnere mich an eine Postkarte, da schrieb mir jemand nach einem Kommentar zum 1. Mai, wo ich gesagt habe, der ist gar nicht mehr Tag der Arbeit, sondern die Leute machen Ausflüge. Müller, Sie sind ein Arsch, Sie sind ein Oberarsch, so viel mehr sagen. Das ist schon mal eine klare Ansage. Ja. Ich glaube, sowas werden Sie wahrscheinlich nicht vermissen. Aber wenn Sie so zurückgucken, auch auf diesen ganzen Zirkus, den Sie da jahrelang mitgemacht haben, der Ihr Leben entscheidend mitgeprägt hat, was werden Sie vermissen? Also, auf der einen Seite die Kollegen. Ich bin ein Teammann, also ich, das klang ja hier auch gelegentlich an, also ich habe immer Menschen um mich herum gebraucht. Das werde ich sicher vermissen. Ja, natürlich die schönen Reisen, die wir jetzt zuletzt gemacht haben. Heinrich mit seinem Bugatti werde ich natürlich vermissen. Also solche Dinge, sehr praktische Dinge. Es ist jetzt nicht so, dass ich eine Philosophie daraus machen möchte. Also irgendwie werde ich mich weiter beschäftigen. Wobei ich festgestellt habe, Schreiben macht sehr einsam. Ich weiß nicht, wie dir das gegangen ist. Du sitzt an deinem Kompu und siehst den ganzen Tag keinen Menschen. Ist nichts für mich. Also irgendwas muss ich da finden, wo ich mit Menschen umgehen kann. Man sagt ja immer so, wenn jetzt die Rente kommt, muss man ein Hobby haben. Ja, ich treibe viel Sport. Ja. Ich werde viel reisen. Ja. Und zwar eben nicht mehr nur in den Grenzen Nordrhein-Westfalens. Ich werde mehr lesen, und zwar, also jetzt hat man ja viel zu tun, wenn man Spiegel, Fokus, die Zeit und den Stern und so, da kommt man ja zu nichts anderem. Also jetzt denke ich, kriege ich auch mal Zeit dazu, ein schönes Buch. Und wir haben noch ein paar Vorschläge extra. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Und jeweils eine Tragkraft von knapp 2 Tonnen. Wenn wir rausfallen, das macht nichts, das wollen wir ja. Darf ich mich hier hinter Ihnen festhalten? Ja, gern. Wie lange braucht man dazu, um das vernünftig zu lernen? Boah, mein lieber Scholli. Die Rauchbahn ist gewollt, oder? Geht's Ihnen richtig gut, dann würde ich vielleicht sogar noch eine Figur machen. Achtung, jetzt! I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Ja! Super! Und danach macht es nur noch Spaß. Ja, herzlichen Glückwunsch! Das könnte ich mich richtig dran gewöhnen. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Meine Mutter, Herr Müller. Ich würde sagen, je oller, je doller. Wie kam es, dass Sie noch ist mal ja einmal was so, dran, ne? Ist ja was dran, dass Sie noch mal so richtig aufgedreht haben? Nee, ich habe einen Kollegen, der mir immer eine Mutprobe in jede Sendung eingebaut hat. Und das waren die. Haben Sie sich nicht manche selber auch ausgesucht? Hatten Sie richtig irgendwann mal Spaß daran? Nein, ich habe nie Nein gesagt. Also ich habe immer gesagt, wenn er mich gefragt hat, habe ich gesagt, kein Problem, machen wir. Also jetzt merke ich wirklich, das ist auch ein Problem, wenn man nicht Nein sagt. Ich glaube, ich hätte ab und zu Nein gesagt. Ja? Ja. Warum? Ich glaube, ich wäre untenrum schwerer geworden hinterher. Nein, aber das sind doch Erlebnisse, die man nur einmal machen muss. Ja. Vielleicht auch zum zweiten Mal, aber nee. Ich meine jedenfalls.
Würden Sie sagen, wenn Sie all das zusammennehmen, was wir bisher gesehen haben, die Gespräche, die Sie geführt haben, die Mutproben, wie Sie sich runtergestürzt haben, was weiß ich, aus dem Helikopter und, ist all das in der Rückschau für Sie sowas, das ist gelungen, ein gelungenes Arbeitsleben und auch ein gelungenes Leben an sich? Ja, also mir hat das, was ich gemacht habe im Laufe meines Lebens, sehr viel Spaß gemacht. Das waren ja, wie Sie auch dargestellt haben, sehr viele unterschiedliche Facetten, die ich da abzudienen hatte, sage ich mal. Also vom Chef sein über den kleinen Garten, den wir selbst bestellen konnten mit der Sendung Mittwochs Live oder auch jetzt das, was wir hier im wunderschönen NRW zusammengetragen haben. Das sind unsere Babys. Da hat uns nie jemand reingeredet, weder die Politik noch die Vorgesetzten. Die haben uns einfach gelassen, weil es eben auch funktioniert hat. Also Fragen wie... War das ein erfülltes Leben? Sind Fragen, die sich Bernd Müller stellt. Wir kennen einen Menschen, mit dem er sie diskutiert. Er ist ein Freund und er ist, ist das richtige Wort, ja. Er ist ein Beichtvater. Hier ist Pater Dieter. Dieter. Hallo. Danke. Wie haben Sie beide, Pater Dieter und Bernd Müller, wie haben Sie sich kennengelernt? Bei einer Mutprobe. Nein. Doch, der Bernd kam ins Kloster. Ist er lange geblieben? Nein, ganz flüchtig. Nein, es war in Meschede im Sauerland, die Abtei Königsmünster. Du tauchtest da auf, also hast es eigentlich mit deiner Neugierde damals, glaube ich, besucht. Das war für uns eine flüchtige Begegnung zunächst und dann war die nächste Begegnung in Hannover. Ja. Also Dieter ist in der Zella St. Benedikt in Hannover. Mhm. Seit wie vielen Jahren schon? 20. 20, ja. Und ja, 2000 haben wir gemeinsam auf der Expo eine Sendung gestaltet. Da war er mit dabei und ja, seitdem sind wir also auch befreundet, kann man sagen. Genau, Pater Dieter, ja. Wenn Sie uns einfach kurz mal schildern, wie Sie leben. Weil nicht alle waren schon wie Bernd Müller im Kloster und haben sich das Leben dort zumindest angeschaut, wenn auch nur für 3 Tage. Also ich habe ein zweigeteiltes Leben. Das eine Leben ist eben als gebürtiger Sauerländer im Sauerland, in der Abtei Königsmünster, ein ganz klassisches Kloster, so wie man das sieht, also in Schwarz, mit einem ganz klaren Rhythmus zwischen Arbeit und Gebet, zwischen Alleinsein und dem Gemeinschaftsein. Und ich kam eben halt in die Situation, ein neues Kloster gründen zu dürfen, nämlich mitten in der Stadt in Hannover, eine kleine Gemeinschaft, also so mitten in der City sozusagen. Und die Idee, das alte Kloster zu besetzen, eine neue Lebensform, also nah bei den Menschen zu sein, zu suchen. Also ich würde dieses Stichwort also so der Suche und der Mutprobe da auch an der Stelle nochmal sehen. Und das war eigentlich etwas, was uns dann immer verbunden hat, nämlich die Frage, wie lässt sich das leben? Mhm. Gibt es Momente, wo Sie Pater Dieter auch beneiden, wo Sie sagen, er hat ein Leben, das vielleicht ausgeglichener ist, vielleicht diese Ruhephasen hat, an die man vielleicht, wenn man beim WDR arbeitet, nicht unbedingt rankommt? Also es ist nicht meine Lebensform, ehrlich gesagt, weil es mir auch zu alleine ist. Also die Zeiten, die die Mönche mit Kontemplation oder Gebeten und so verbringen, das ist nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. Aber ich sag mal, in einer Gemeinschaft zu leben, das könnte ich mir gut vorstellen. Muss nicht gleich eine Alten-WG sein oder sowas. Aber also ich könnte mir gut vorstellen, in einem wie auch immer gearteten Haus zu leben, mit vielen Menschen, wo man dann seine Freiräume hat. Aber ja. Denn das ist ja ein Punkt, den haben Sie, Pater Dieter, voraus. Sie haben in einem Haus gewohnt mit vielen Menschen. Das ist wahr. Ja. Hier sind Ihre Zwillinge, Sebastian und Christine. Hallo. Hi. Überraschend. Ja, weiß Gott. Ja, genau. Also, dass die hier sein sollten, wusste ich, aber... Aber mittlerweile den Glauben schon dran verloren. Ich habe sie irgendwo nicht gesehen. Nicht. So. Wir haben uns auch Mühe gegeben, sie zu verstecken. Geradezu richtig versteckt haben wir sie. Sebastian, Sie haben sich das angeschaut, hier alles, Ihr Vater, die ganze Sendung über. Wie hat er sich bisher geschlagen? Ich bin sehr begeistert. Es ist ja eine ganz ungewohnte Situation für ihn. Und ich habe selber mir vorher Gedanken gemacht, wie du dich wohl schlägst. Und ich finde, du hast dich toll gestanden. Ja, finde ich. Prima.
Ich bin Vater zweier pubertierender Kinder. Und ich frage mich jetzt wirklich, wir haben Bernd Müller kennengelernt von seinen Kollegen, von seinen Mitarbeitern. Und die sagen alle, ja, der ist wunderbar, der ist nett, der springt nie aus der Kiepe, der richt sich nicht auf. Man merkt vielleicht mal, dass es in ihm kocht, aber nach außen kommt das nicht. Wenn der Papa auch so ist, ist es ja eine Granate. Ist er so? Er ist tatsächlich so. War er so? Er ist 1:1 genauso. Ja, also was man eventuell auch im privaten Bereich finden könnte, wären diese etwas gewagten Aktionen, die er ab und zu mal drauf hat. Das du meinst, ist dabei. Ja, da gibt es Beispiele. Ich weiß aber nicht, ob man das jetzt so... Ja, das sollte man unbedingt. Also die ja, irgendwelche Dacharbeiten oder größere Sicherung oder ja, irgendwie... Sägen auf Bäumen und eventuell dann auch den Ast absägen, auf dem man sich gerade befindet oder so. Der Mann ist nie aus der Kiepe gesprungen, obwohl, ich meine, es gibt da zwischen Eltern und Kindern auch mal Situationen, wo es Konfliktherde gibt. Wann bist, Horsten, bist du heute Abend zu Hause? Oder was wird mal aus dir beruflich? Ich meine, das sind zwei sehr schlaue Kinder, Bernd Müller. Was hatten Sie sich denn so überlegt, was die beiden denn so werden könnten? Also ich ging davon aus, dass die beide Juristen werden. Mhm. Er hat es geschafft. Und sie hat einen anderen Beruf. Sie ist jetzt Musikerin. Ja. Und damit die Tochter sehr von Bernd Müller ist Musikerin. Hätten Sie das gedacht? Möchten Sie mal hören? So, und ich würde euch gerne bitten, Christine Sebastian zum zweiten und letzten Teil unserer Überraschung zu schreiben. Ich bin wirklich. Ja. Dankeschön. Meine Güte. Und wir wollen es heute so halten wie in jeder Ihrer Sendung. Sie hatten in jeder Ihrer Sendung das letzte Wort und das sollen Sie auch heute haben. Da ist Ihre Kamera und Ihr Publikum. Bitte schön. In diese Kamera? Ja. Also, ich bedanke mich bei allen, die heute Abend zugesehen haben. Ich danke Ihnen allen, die Sie hier im Saal waren und diese Sendung miterlebt haben. Ich bedanke mich vor allem bei meinen Gesprächspartnern, ich war ja selbst auch nur einen, aber bei den Moderatoren und bei denen, die hier zu Wort gekommen sind. Mango Jerry unter anderem mit seiner Musik, den Welthit.
Und ja, ich bin wirklich sehr beeindruckt und ich weiß gar nicht, ob ich das alles verdient habe. Aber, meine Damen und Herren, alles Gute für das neue Jahr und auf Wiedersehen irgendwann mal, wer weiß wann und wo. Dankeschön.